Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie an der Hochschule für angewandtes Management. Ich bin hier tätig an der Fakultät für Wirtschaftspsychologie und zu meinen Fachgebieten gehört Online-Kommunikation, Online-Marketing, Konsumentenpsychologie und natürlich die Markt- und Werbepsychologie. Heute in diesem kleinen kurzen Video würde ich euch gerne unser neues Institut für Online-Kommunikation vorstellen, in dem ich als Direktor tätig bin. Unsere Hochschule für angewandtes Management und unsere IUN, IUN ist die Abkürzung für International University Network, bietet zahlreiche Forschungs- und Lehreinrichtungen an, die Beratungen, Coachings, Studien, passgenaue Weiterbildungsangebote sowie Kongresse und Veranstaltungen anbieten. Der Vorteil durch dieses passgenaue Zusammenspiel zwischen auf der einen Seite Wissenschaft und auf der anderen Seite die Praxis, haben wir in unserem Institut die Möglichkeit, in enger Zusammenarbeit mit den Fakultäten unserer Hochschule und auch mit den Forschungserkenntnissen, die dort vorliegen und in Kombination mit den Herausforderungen aus der Praxis eine tolle, sich gegenseitig befruchtende Kooperation einzugehen. Also, das ist der Hintergrund erstmal zu unseren Instituten und zu dem Institut für Online-Kommunikation. Natürlich ist die berechtigte Frage, und was habe ich jetzt davon, was habe ich als Student davon, was habe ich als Unternehmen von diesem Institut? Und das möchte ich eben kurz erzählen. Das heißt, folgende Dienstleistungen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Verbände und eben auch unterschiedliche Segmente bieten wir eben hier in unserem Institut an. Erstens, wissenschaftlich fundierte, umsetzungsorientierte und praxisnahe Beratungen und Coachings zu den unterschiedlichsten Themen der Online-Kommunikation und des Online-Marketing und natürlich auch des E-Commerce. Zweitens, du kannst in unserem Institut auch Studien in Auftrag geben. Wir machen die Konzeption und die Durchführung und es ist dann typische Auftragsforschung. Der dritte Punkt ist die Konzeption und die Durchführung von passgenauen Weiterbildungsangeboten. Und ich glaube, hier sind wir sehr, sehr, sehr stark, sowie für Kongresse und Veranstaltungen. Aber speziell das Weiterbildungsangebot, glaube ich, ist von unserem Institut sehr, sehr gut platziert, speziell wenn es um den Bereich Online-Marketing, Dialog-Marketing und Online-Kommunikation geht. Was wir hier anbieten, sind sogenannte, zusammen mit unseren Hochschulen oder Universitäten, bieten wir zum Beispiel sogenannte Zertifikatslehrgänge an, die dann auch aus der Hochschule und Universität kommend 30 ECTS-Punkte nach diesem Bologna-Abkommen dir bieten, also ein bestimmter Leistungsnachweis. Und hier bieten wir zum Beispiel sehr erfolgreich den Diplom-Lehrgang Online-Marketing-Manager. Der nächste, glaube ich, startet am 22. September an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Verbindung hier mit meinem Institut. Ich bin da auch der Studienleiter und es sind 10 Präsenztage plus 4 Monate Online-Learning, Blended-Learning, ein Tag Prüfung und 5 Prüfungen, 3 Klausuren und 2 Studienarbeiten. Wäre schön, wenn du dich da auch hier am Institut vielleicht mal interessieren könntest. Und da haben wir eben sehr, sehr, sehr unterschiedliche, interessante Leistungsangebote. Was kann ich dir noch über das Institut erzählen? Ja, also die Bündelung an Experten und Expertinnen eben aus Wissenschaft und aus der Praxis ermöglicht eben unserem Institut das Angebot an passgenauer, anwendungsorientierter Forschung sowie, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Konzeption und die Umsetzung von marktgerechter Weiterbildung in dem jeweiligen spezifischen Segment. Und unsere Institute, das Institut für Online-Marketing ist eins
für Online-Kommunikation ist ein Institut von vielen, die wir haben und die wir anbieten. Und die wurden praktisch aus den Fakultäten unserer Hochschule für angewandtes Management heraus gegründet, um eben den praxis- und anwendungsorientierten Studienansatz unserer Hochschule konsequent eben auch in die Praxis fortzusetzen und eben konsequent in den jeweiligen Spezialgebieten eben auch in Zukunft weiter zu vertiefen. Du oder Sie können sich unsere Expertinnen und Experten detailliert mit der jeweiligen Thematik auseinandersetzen und folglich Aktualität und Exklusivität in einer bestimmten Sparte von uns erwarten. Das Institut für Online-Kommunikation, die Adresse blende ich unten ein. Die finden Sie auf www.institut-onlinekommunikation.de. Und das würde ich mich freuen, wenn er mal ab und zu vorbeischaut, reinschaut, was wir so Neues machen, welche Studienprojekte wir machen, welche Projekte wir auch mit den Studenten an der Hochschule machen. Auch hier ist das Institut Dreh- und Angelpunkt. Wir machen hier Forschung, wir machen hier Auftragsforschung. Wir machen aber auch mit auftraggebenden Unternehmen, erarbeiten wir mit Studenten Konzepte und Konzeptionen. Wir erarbeiten Bereiche oder bearbeiten Bereiche aus der Online-Kommunikation und aus dem Online-Marketing. Wir checken Webseiten. Wir haben hier auch einen Eye-Tracker. Ganz neu ist die sogenannte Spectacles von Snapchat. Auch hier machen wir viele neue Formen und Möglichkeiten des Employer Branding. Also wenn Sie interessante Themen interessieren, wenn Sie Lust haben auf neue Techniken, dann schauen Sie ab und zu mal hier im Institut vorbei oder nehmen einfach mal Kontakt zu mir auf. Wenn Sie Studienprojekte haben, wenn Sie interessiert sind an einer Bachelorarbeit, wenn Sie interessiert sind an einer Masterarbeit. Ja, das war es jetzt ganz kurz zu dem Institut für Online-Kommunikation, das wir gegründet haben, das wir weiter massiv ausbauen werden. Und es würde mich freuen, wenn der ein oder andere, wie gesagt, mal vorbeischaut oder mich kontaktet. Ja, das war's schon. Vielen Dank und noch einen schönen guten Tag. Euer Karl-Peter und ja, ich sehe euch. Also, tschüss, ciao.